So, hi Leute, ich bin's, der Felix von FM und ich zeige euch heute was wirklich Schönes und zwar einen Ladekran 8x8 LKW von LXY. Von dem haben wir ja einiges gelistet in letzter Zeit und wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit seiner Qualität und auch mit seinen Produkten. Die Modelle sind toll konfigurierbar, ich kann da wahnsinnig viel realisieren. Also ich habe da nicht irgendwie Produkte von der Stange. Man kann sich wirklich Modell für Modell selbst konfigurieren, zusammenstellen. 8x8, 10x10, Liftachsen, Allrad, nicht Allrad, Kran, Abroller, was auch immer, ja. Also verschiedene Kabinen, wirklich richtig toll. Das macht wirklich richtig viel Spaß, ja, diese individuellen Modelle immer zu sehen. Und wir haben hier ein Modell, was es in unseren Online-Shop schafft. Also hört sich jetzt blöd an, aber viele Modelle werden natürlich speziell auf Kundenwunsch angefertigt und die kommen dann nicht bei uns in die normale Listung in den Shop. Aber das ist ein Standardmodell. Das hier könnt ihr so bestellen, wie es hier steht. Ich zeige euch, wie der funktioniert und zeige euch, wie der Kran funktioniert, die Paladin, die Funktionen, wie das hier alles eingestellt ist. Diese Modelle kommen fix fertig aufgebaut, die kommen fertig programmiert mit Fernsteuerung. Das kann man im Online-Shop sich auswählen, will man Programmierung haben oder nicht. Ja, hat man vielleicht eine eigene Fernsteuerung. Wenn ihr es fertig bei uns bestellt, dann bekommt ihr so ein Übersichtsblatt der Fernsteuerungsfunktionen mit dazu. Und das wird dann alles fertig voreingestellt. Ja. Natürlich kommt auch eine deutsche Anleitung zur Fernsteuerung dazu, dass ihr da selber umstellen, nachbessern könnt, wie auch immer. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal loslegen. Ja, zur Technik. Wir haben einen 8x8. Der hat ein Mittel. Der hat ein Mitteldifferential, das ich auf und zu machen kann, wo ich dann Vorder- und Hinterachse getrennt voneinander sperren kann. Ich habe Hinterdifferentialsperre drin, vorne Differentialsperre drin. Ich habe ein Allrad-Schaltgetriebe drin, das heißt, ich kann den Allrad aus- und einschalten, also 8x4. Das würde bedeuten, von 8 Rädern treiben nur 4. Das heißt, die Hinterräder treiben an oder 8x8. Das bedeutet dann, von 8 Rädern treiben alle 8 Räder auch an. Ich habe hier drin ein Soundsystem, ich habe ein Lichtsystem drin, ich habe ein beleuchtetes Lightbar hier vorne mit dran, ich habe Rundumleuchte, Beleuchtung am Kran, Rückfahrleuchte natürlich, alles drum und dran. Ja, ich habe hier hinter einen starren Rahmen, auf dem diese Pritsche befestigt werden kann mit einem Klicksystem. Ich habe auch mitgeliefert eine Sattelplatte, die hier hinter aufgeklipst werden kann, womit ich dann hier quasi eine Schwerlastzugmaschine mit Kran hätte. Ja, ich lasse das mal unter, weil ich möchte mit der Kamera gleich noch ein bisschen hier durchfahren, dass man mal sieht, wie die Technik da innen drin aussieht. Jetzt zeige ich euch aber mal als allererstes, wie das funktioniert. So, die Türen kann man aufmachen. Beidseitig natürlich. Die Kabinenhaube kann ich hier nach vorne klappen. Ich hätte so ein Verriegelungsseil, die hält es dann. Ich habe noch ein Dreigang-Schaltgetriebe hier vorne mit drin. Wir haben einen neuen Akku gemacht, 5000 mAh 3S, weil es einige Modelle gibt, die mit 3S-Akku fahren. Der würde hier auch mit 2S gehen, aber hat auch den Platz unter der Haube für ein 3S. Von dem her fahren wir den jetzt hier mal zum Vorführen mit 3S. Kein Problem, ja. Akku passt hier vorne unter der Haube gut rein. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit der Kabel, dass man die gut versorgt hat, ja, dass man da nirgends was einklemmt und schließt es aber super gut hier vorne alles ab. Liegt noch ein Feuerlöscher, wo auch immer der herkommt. Ja, wir sind jetzt im Fahrmodus. Schalte ich Fernbedienung ein. Ich muss mal schauen hier vorne, was hier so lichttechnisch schon los ist. Okay, Leitbar haben wir an, Beleuchtung noch nicht. Dann würde ich sagen, wir machen mal, ich zeige mal die Lightbar-Funktionen. Ich kann es Lightbar blinken lassen. In verschiedenen Funktionen. Ich kann es natürlich ausschalten. Ich kann nur die äußere Beleuchtung anmachen. Ich kann die mittlere oder auch alle anmachen. Ich lasse sie einfach mal an. Wir haben einen normalen Lichtschalter hier oben. So, und zwar gibt es da einmal den Warnblinker oder gibt es auch die verschiedenen Lichtfunktionen und die schalte ich stückweise durch. Das heißt, immer Klick-Klack kommt immer die nächste Funktion. Je öfter ich drücke,
geht er mir dann durch. Innenraumbeleuchtung auch ganz cool. So, jetzt lasse ich es mal so. Wenn wir den Schalter oben lassen, geht der Warnblinker aus. Wenn ich ihn unten lasse, geht der Warnblinker dementsprechend an. Aber der Blinker geht auch mit der Lenkbewegung. Ja. Natürlich funktioniert das Ganze auch hinten am Heck. Ja. Hier. Dementsprechend natürlich auch Blinker hier, Warnblinker. Kann ich auch aus- und einschalten. Also wir haben hier für ein Fertigmodell schon sehr, sehr gute Ausstattung. Ja. Er hat auch hinter ein Zugmaul mit dran. Kann man auch noch einen Anhänger ranhängen. Ja, fahren tun wir auf dem linken Stick. Ich kann mal im ersten Gang schalten. Und im ersten Gang können wir mal ganz langsam auf dem Tisch ein bisschen nach vorne und nach hinten fahren. Dass ihr mal seht, einfach von der Bedienbarkeit her. Also es funktioniert schon sehr, sehr feinfühlig. Ist natürlich zum einen dem Regler und dem Getriebe geschuldet, aber zum anderen natürlich auch der PL18, die wir da drauf haben, die natürlich auch ein sehr feines Eingangssignal produziert für den LKW. Ja. Wir haben Sound, machen wir mal an. Kräftige Hupe und auch ein Soundmodul. Das natürlich auch beim Fahren sich verändert, das zeige ich euch jetzt mal nochmal. Auch schön dieses Zischen, diese Druckluft, die da noch abgeht, so beim Ausschalten. Gell? Ja, ich zeige euch jetzt, würde ich sagen, die Kranfunktionen. Dazu einmal Stützen raus. Jetzt fahren die auf der Seite aus. Seht ihr jetzt nicht so gut. Wenn die ausgefahren sind, dann fahren die andere aus. So, und hier mit diesem Schalter fahre ich die Stütze dann nach unten. Jetzt schau mal, wie kraftvoll die sind und wie die wirklich den LKW komplett vom Boden hebeln. Ich kann euch mal zeigen, wenn ich jetzt nochmal Gas gebe. Ja, jetzt bin ich in der Luft hier, gell, komplett. Also er ist komplett abgehoben. Jetzt können wir vielleicht auch den Sound nochmal kurz anmachen, dann hört man ein bisschen mehr vom Soundmodul. Man hört auch schön den Turbolader so pfeifen, wenn man vom Gas geht. Was man vielleicht auch mal noch sehen kann hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber vielleicht ein bisschen weißes Papier hinhebe, ja? Schaut mal, wenn ich jetzt bremse, geht jetzt Bremslicht an. Gehe ich vom Bremslicht runter und Rückwärtsgang, dann geht der Rückwärtsscheinwerfer an, ja? Also das Rückfahrlicht, ja? So sieht es übrigens aus, wenn das alles hier befestigt ist. Das wird da einfach drauf gesteckt. Und dann raschelt es da auch ein dahinter. So. Fix, fertig, verbunden. Ja. Jetzt haben wir eine Umschalttaste hier oben. Mit der schalte ich auf Kranbetrieb. Jetzt kann ich nicht mehr fahren. Fahrfunktionen sind jetzt nicht mehr vorhanden. Ja. Jetzt können wir hier den Kran hochsteuern. Mit diesem hier. Das ist der Hauptarm. Schaut mal, es geht auch wirklich schön proportional. Ja. Nächster. Und von der Geschwindigkeit her auch wirklich gut, ja. So, Achtung. Jetzt drehen wir mal einmal rum. Jetzt gucken wir hier. Kein Anschlag. Endlos drehbar. Hydraulische Drehdurchführung drin. Hydraulische Stromdurchführung drin. Also wirklich richtig gut, was der LXY hier baut, ja. Und der Drehkranz funktioniert auch wirklich richtig gut, ja. Schönes Teil, wirklich ein schönes Teil. Ich fahre mal aus, dass ihr auch mal seht, wie das funktioniert. Geht auch von der Geschwindigkeit her ganz gut. Und wir haben hier
Ich drehe mal den Kran um auf die andere Seite, dass ihr das sehen könnt. Also einmal haben wir hier vorne die Zusatzhydraulik zweimal mit dran für einen Greifer oder einen hydraulischen Rotator, also Drehmotor. Und hier haben wir diese Schleppkette mit drauf, die quasi die Schläuche mit nach vorne und nach hinten befördern. Schaut mal, wie gut das hier funktioniert, gell? Wie diese Ketten da raus und auch wieder reinlaufen. Ja? Und von der Zylinder her ist das so gemacht, der erste Zylinder fährt ganz aus, dann der zweite, dann der dritte, weil das Öl muss immer durch den jeweiligen Zylinder durch, um in den nächsten Zylinder zu kommen. Das heißt, erst wenn der eine Zylinder ausgefahren ist, kann dann der nächste ausfahren. Ja? Also die haben im Prinzip im Kolben eine Bohrung, durch die das Öl dann fließt in den nächsten Zylinder. Ja? Und man sieht natürlich, wie sich das anhäuft nach vorne. Gell? Es wird natürlich immer langsamer, je weiter er nach vorne rausfährt, weil das Öl natürlich durch diesen minimalen Kolbendurchmesser, je weiter es da nach vorne geht, je weniger Durchfluss haben wir da natürlich. Ja? Deswegen seht ihr auch beim Einfahren, dass mir hier auch der erste Arm als erstes dann wieder einfährt. Der natürlich den geringsten Widerstand hat. Ja. Einen Ausschub hat man noch gefällt, ich bin nicht ganz rausgefahren. Das heißt, ihr habt jetzt nicht die volle Länge gesehen, aber es ist schon ein wirklich schöner und auch wirklich großer Kran. Ja. Ich lasse ihn jetzt mal ganz reinfahren. Warte, man hat vorne auch schon standardmäßig einen Haken mit dran. Ja. Wir sind ganz oben. Also man kann auch weiter hier mit dem Arm nach oben fahren natürlich. Gell? Also ich kann hier schon ganz schön weit hochgraden. Wenn ich jetzt mal überlege, dass ich jetzt da 4 Ausschübe habe nach draußen, ja, da geht schon was. Ja? Da geht schon ganz schön gut nach oben. Das Einfahren dauert immer ein bisschen länger wie das Ausfahren aus genau vorher erklärtem Grund. Ist aber bei jedem Kran dieser Art so. Das kann man nicht anders realisieren. Es gibt kleinere Kräne, die vielleicht nur ein oder zwei Ausschübe haben. Da ist das natürlich was anderes, weil da muss das Öl nicht durch die anderen Zylinder noch durchlaufen. Aber hier haben wir das Thema eben schon. Ja. Technisch ist es so, dass wir einen Ölkühler mit drauf haben. Wir haben einen Ölfilter auch mit drin. Also es ist wirklich alles bedacht hier bei dem Modell. Es ist hier nicht irgendwie Nachrüstbedarf an irgendeiner Stelle. Ja? Wenn man sich so einen LKW kauft, dann packt man den aus und hat alles, was man braucht. Ja? So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Dann zeige ich euch nochmal, wie man den einparkt, den Kran. Da gibt es nämlich eine wichtige Sache auch zu beachten bei so einem Kran. Jetzt nicht nur bei dem Kran, allgemein bei den Modellen mit Kran. Ja? So, jetzt fahren wir einmal den Hauptarm nach innen. Und wenn der Hauptarm eingefahren ist, dann ist eben der Punkt, der ganz wichtig ist. Ja. Den oberen Arm, den kann ich problemlos reinschieben. Da habe ich jetzt keine Angst, dass mir da irgendwas passieren kann. Da kann ich auch noch nirgends irgendwas beschädigen oder dagegen fahren. So, dann darauf achten, dass der Drehkranz wirklich 90 Grad zum Führerhaus zur Seite gedreht ist und dann fahre ich den Hauptarm ein und wenn ich den Hauptarm eingefahren habe, dann fährt er hier unten auf einen Anschlag drauf. Die Hydraulik ist aber sehr kräftig, sowieso beim Hauptarm und zwar bei jedem Kran. Das heißt, dieser Anschlag, der gibt mir einen Anhaltspunkt, wo ich aufhören muss, nach innen zu fahren. Ja? So, jetzt fahre ich mal langsamer. Jetzt habt ihr es gesehen, wenn ich auf den Anschlag fahre, schaut mal, jetzt fahren wir auf den Anschlag, was dann passiert? Achtung, jetzt kommt er. Jetzt fahren wir drauf. Jetzt. Und jetzt, guck mal, jetzt schiebt er den Kran da so nach oben. Der schiebt den vorderen Ausleger noch einmal so ein bisschen nach oben, weil sonst wäre der Kran zu breit und steht an der Seite raus. Schiebt er den so ein bisschen hoch noch. Der Zylinder ist aber schon ganz drin, ja. Das bedeutet, wenn ich den jetzt noch weiter schieb, der kann nirgends mehr hin, ja. Ich kann mir eigentlich nur noch diesen Anschlag irgendwie vielleicht überfahren, ja. Das heißt, wenn ich jetzt über den Anschlag drüber fahren würde und der da drüber schnappt, kriege ich den Arm nachher nicht mehr rausgefahren, müsste ich den händisch über den Anschlag schieben. Bei jedem Kran muss man dieses Thema beachten. Wenn man ganz reinfährt,
kurz bevor er drin ist, einfach langsam und dann beobachten, aha, jetzt fährt er auf den Anschlag, jetzt schiebt er mir den zweiten Arm so ein bisschen nach oben und dann aufhören, dann steht er drin, ja, dann steht er da, wo er hingehört. Parken wir die Stützen, einmal ablassen und zwar macht er das Stück für Stück. Das bedeutet, er fährt erst mit einer Stütze nach innen und dann mit der nächsten, ja, weil die Stützen sind nicht irgendwie parallel angesteuert mit einzelnen Ventilen, die laufen alle über ein Ventil, das heißt, dieses eine Ventil läuft auf und dann läuft das alles nach innen. Ich habe die Drehzahl ein bisschen weit unter von der Pumpe, das kann man ganz easy in der Fernsteuerung ändern. Schon ein bisschen besser. Und hier fahre ich die nach innen, nach außen, Entschuldigung, nach innen. Jetzt seht ihr auch wieder hier, er fährt erst diese eine Stütze rein. Und wenn die drin ist, dann startet die nächste. Das ist jetzt die auf der Seite hier, die jetzt nach innen fährt. Wenn er die Stütze eingefahren hat, dann gehen quasi die hinteren rein. Also auch hier Stück für Stück, weil es ist auch wieder nur ein Ventil, das alle vier Stützen ansteuert. Und je nachdem, wo der größere Widerstand ist, die fährt dann halt dementsprechend später rein. So, alle reingefahren und jetzt können wir wieder auf den Fahrmodus schalten und im Fahrmodus kann ich das Gerät dann wieder bewegen. Ja. Jetzt gibt es noch die versprochenen Nahaufnahmen. So, schaut mal, ich fahre mal einmal ein bisschen drumherum hier ums Modell. Kann man mal ein bisschen auch oben die Leitbar ein bisschen genauer sehen. Die Kabinenhaube an sich. Ja. Den Kran mal ein bisschen von näher betrachte. Auch schön hier diese Attrappe für die Bedienhebel quasi. Aber schaut mal auch, wie filigran und wie schön diese Schläuche gemacht sind und auch wie schön das alles verlegt ist da oben überall. Ja. Also ist wirklich ein echt, echt tolles Modell. Echt toll gemacht. Ja, ja, lustig, da oben steht der 1650 Ladekran, der ganz große, der nochmal hier 80 cm weiter rausfährt, als dieses Modell, das jetzt hier steht. Ja. Mal von hinten hier. Schön natürlich mit Spritzlappen hier unter Gummi und hier eben das Zugmaul, das installierte. Ja, ich versuche ihn mal zu kippen, damit man hier unten ein bisschen reinschauen könnt. Das macht man am besten an den Stützen, wenn dafür sind die ausgelegt, also dafür sind die gemacht. Das hier in der Mitte, dieser silberne Klotz oder dieses silberne Getriebe, was ihr da seht, das ist quasi die Umschaltung, Allrad von vorne nach hinten. Ihr seht hier die Differentialachsen unten drin. Ihr seht in den Tanks rechts und links viel Technik. Pumpe, Ventile, Tank. Hier vorne, hier unter meinem Finger sehen wir jetzt das Schaltgetriebe, das Dreigangschaltgetriebe und auch die Kardanwelle natürlich der Vorderachse, weil auch die eine Differentialsperre haben. Ganz vorne drin, was man hinter der Stoßstange sieht, dieser silberne, eckige, rechteckige Klotz, das ist ein Lüfter, hört man auch. Der hat hier vorne drin tatsächlich einen Luftkühler, der die ganze Elektronik, die unter der Haube sitzt, hier vorne kühlt. Ja, ich stelle mir das hier mal zurück und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht, euch diesen tollen Kran hier zeigen zu dürfen. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Hier oben kommt wie immer ein FM-Logo, das könnt ihr anklicken, dann könnt ihr euch ein Abo holen, die Glocke aktivieren und immer wenn es was Neues von uns gibt, seht ihr das direkt und werdet direkt benachrichtigt. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Felix.